Herzlich willkommen zurück in Spore. So, im letzten Part sind wir aus der Ursuppe herausgekrochen und wir sind jetzt wohl eine Landkreatur. Ne? Du bist nun eine Kreatur umgeben von deinen Nestgenossen. Um dich weiterzuentwickeln, musst du die anderen Spezies auf diesem Planeten kennenlernen und DNA sammeln, also umbringen, wenn ich das richtig verstehe. Neue DNA bringt deine Fortschrittsanzeige voran. Sehen wir es uns einmal an. Alles klar. So, die Leiste da unten, die kennen wir ja schon, zeigt einen Fortschritt, das wissen wir, sie füllt sich, wenn du Verbindungen mit anderer Spezies eingehst oder dafür sorgst, dass sie aussterben. Okay. Ich glaube, wir sind eher die friedfertige Kreatur, aber mal sehen. Gehen wir nun zu deinem ersten Ziel, alles klar? Ah, da stehen Ziele, okay, du bist ein Pflanzenfresser, friss eine Frucht, ja, das kriegen wir noch hin. Wie du siehst, ist Nahrung für dich überlebenswichtig. Gut, das kann ich mir schon fast denken. Schauen wir mal, wie man sich umsieht und Nahrung findet, okay. Ah ja, jetzt kann ich hier laufen. Ah, die Steuerung fühlt sich jetzt auch schon besser an als in der Ursuppe, muss ich ganz ehrlich sagen. So, also umsehen kann ich mich jetzt. Ah, guck mal, das sind auch sicherlich Früchte da hinten. Lecker Früchte, ist das witzig. Früchte! Früchte? Nicht? Früchte? Wie gesagt, das mit dem Gehirn hat bei der Spezies noch nicht so ganz geklappt. Aber flott sind wir, meine Güte. Aber ich dachte, hier wären, das wären Früchte. Okay. Ah, okay, man muss ja so Linksklick machen. Perfekt, wir haben eine Frucht gegessen. Ah, hallo. Hallo. So, guck mal, hier kommt ein Kollege an. Kollege Schnürschuhe, so, was haben wir hier? Wer ist das denn? Du bist auf eine neue Spezies gestoßen. Willst du ihn zum Freund oder als Feind haben? Nimm eine Haltung ein, dann kannst du deinen neuen Nachbar entweder ansingen oder anfauchen. Okay. Wie gesagt, wir sind eher freundlich, glaube ich. Das heißt, wir versuchen erstmal eine freundliche Haltung einzulegen, wenn ich das irgendwie hinbekomme. Deine Haltung bestimmt, ob du eine andere Kreatur angreifst oder freundlich mit dir umgehst. Vor der Interaktion klickst du auf den grünen Button für Freundschaft oder auf, den roten für Abendessen. Ja, wir sind aber Pflanzenfresser. danach kannst du die einzelnen Fähigkeit-Buttons verwenden. Okay. Der Abschluss der Zellphase hat dir eine neue Fähigkeit beschert. Klick auf diesen Button, um sie einzusetzen. Okay, was ist das für eine Fähigkeit? Sirenenlied? So, wir sagen jetzt mal hier, hallo, wir sind ganz lieb, wir sind ganz freundlich. Was ist das jetzt hier? Also unser Lockruf ist schon mal sehr authentisch. So, ich glaube, wir sind hier freundlich mit denen. Ui, guck mal, wir machen gleich Freunde. Das ist doch schön hier. Und, was ist das? Du hast ein neues Teil entdeckt. Stell dir vor, was für cooles Zeug du auf noch größeren Skeletten oder Kreaturen finden kannst. Okay, was auch immer wir jetzt genau gefunden haben. Neue Beine. Paarungsruf. Okay, wir können wieder Paarungsruf. Okay, klicke unten auf den Paarungsruf-Button. Das ist einer von denen. Um deinen Partner zu finden und in den Kreaturendesigner zu gelangen. Hier kannst du dein Aussehen verändern und Details hinzufügen, die du auf der Welt gefunden hast. Ja, kennen wir ja schon. Ist also ähnlich wie eine Ursuppe. Nur, dass wir jetzt keine Viecher fressen müssen oder zerstören müssen. Sondern, dass wir anscheinend hier einfach uns mit denen unterhalten können. Wir können sie zwar auch angreifen, aber wie gesagt, hier ist es, glaube ich, gar nicht nötig. Okay, gut gemacht. Der Sieger bekommt die Beute. Du bist auf dem Weg zu einem größeren Gehirn und einem schlaueren Ich. Das ist doch schön. Das kann ich auf jeden Fall gut vertragen. Und dann schauen wir, ob wir den Paarungsruf hier machen können. Moment. Verbündetenruf, springen oder schleichen? Schleichen? Oh. Okay. Wofür auch immer. Wahrscheinlich, um sich halt irgendwo zu verstecken. So, da vorne haben wir doch schon mal einen Partner. Guck mal hier. Ohohoho. Hallo, Schnuckelchen. Schnuckelchen. Ja, wie auch immer.
Kann man sich mit dir paaren, sag mal? Und jetzt? Ah ja, man muss nur mal klicken. Okay. Also das ist schon sehr, sehr witzig gemacht. Das muss ich ja schon sagen. Komm, komm ins Nest. Ach so, ich lege jetzt ein Ei hier. Ein Osterei. Okay. Juhu, Osterei. So, was haben wir hier bekommen? So, ein neuer Modus zum Spielen. Testlauf. Probiere deine Kreatur aus, bevor du zurück zum Planeten gehst. Ah, okay. Können hier also wohl erstmal in der Theorie zumindest rumlaufen. Ah, hier. Testlauf. Okay, da können wir hier einfach rumlaufen und testen. Kann man hier auch rauslaufen? Nee, okay. Das ist nur, damit man sehen kann. Ich frage mich, ob man eine Kreatur so erstellen kann, dass man halt nicht laufen kann. Das wäre witzig. So. Okay, wir haben hier so Greifer, aber mit denen kann man erstmal nichts machen. Lockerlenk, Sanftling und Deltroid. Ja, okay. Also Greifer sind, klingt schon nicht schlecht, aber im Moment wohl noch nicht. Hier haben wir... Oh, ach du Heiliger, was können wir hier alles machen? Was? Das sind wahrscheinlich Ohren hier. Ach, Ohren können wir uns sogar anbauen. Was haben wir hier? Ist das ein Mund? Ah ja, hier. Münder, ja. Augen... Und Sinnesorgane. Arme und Beine. was? Ich würde, glaube ich, gerne was anbauen. Ach du Heilige. So vorne. Das ist eine Nase. Nee, oder? Aber wir können ja tatsächlich Dinge verkaufen. Also wir können zum Beispiel das hier wegmachen. Das werden wir wohl nicht brauchen, genauso wenig das hier. Bringt halt nicht sonderlich viel, aber zumindest ein bisschen was. Sehvermögen. Hier steht aber nicht, dass es was bringen würde. Hier steht Sehvermögen, hier steht aber gar nichts. Also ist das Larvenauge. Und singen konnten wir ja auch schon irgendwie. Ich weiß noch nicht so genau wie, aber... Knabel oder... Okay, das sieht so hässlich aus, das muss ich machen. Okay. Wir haben leider immer noch keinen, nicht genug DNA-Punkte für Greifer. Ist das hier? Okay, das sind Greifer. Was ist dann das hier? Arme und Beine. Greifer. Ah, das sind Krallen quasi, wenn ich das richtig verstehe. Füße. Wir könnten uns bessere Füße anbauen. Cool, wir könnten uns hier so Watschenfüße anbauen. Coole Sache. Springen und rammen. Oh, okay. Tanzen und schleichen. Hier haben wir sogar so Saugteile. Ach du Heilige. Gekonator, springen, tanzen. Sprinten und tanzen. Wir könnten so zwei Pfoten anbauen. Testen wir mal ganz kurz. Im Testlauf. Wie schnell wir jetzt sind. Ah ja, guck mal, schon viel besser. Glaube ich. Njong. Ach, guck mal, sehen wir nicht süß aus? Ich weiß nicht, ob wir diese Stacheln noch brauchen. Das kann ich euch nicht sagen. Na, ich glaube, wir lassen das erstmal so. Wir haben wir haben noch 27 Punkte. So, aber ich glaube, das reicht erstmal. Was haben wir hier noch? Waffen. Okay, wenn das die neuen Waffen sind. Keulenball. Also man kann ja schon, also sagen wir mal so.
Und dann können wir das mal entfernen. Gesundheit gibt es dazu. Ah, das auch. Ah ja, das ist doch süß hier. Ach komm, jetzt sagt es doch auch mal hier. Ich möchte jetzt ein bisschen Bestätigung von euch, wie süß doch dieses Viech ist. Okay, wir können wahrscheinlich irgendwo noch viel mehr machen. Wir haben noch eine Rubrik, Detail, okay. Kann wohl auch noch eine Menge anbauen. Bezaubern, Stufe 2. Prunkpuschel, okay, wir brauchen noch ganz viele Sachen. Okay, aber das muss erstmal reichen. Ich glaube, wir müssen uns erstmal weiter ernähren. Weiter fressen. So, die sind jetzt bestimmt jetzt ganz verwundert, was da rauskommt. Aus dem Ei. Ih, sind wir klein. Da gibt auch irgendwo Sinn, dass wir klein sind. Der ist nicht so begeistert, wie es aussieht. Kann ich jetzt hier irgendwie los? Verstehe jetzt gerade nicht so ganz, was ich jetzt hier machen sollte. Weil ich kann mich gerade irgendwie nicht bewegen. Ist das so gewollt? Das bin ich, oder was? Hallo? Ich will jetzt dieses süße... Ach ja, jetzt bin ich... Okay, ich bin jetzt hier, aber... Um das Schlagen zu lernen. Ah, und so, das ist beigebracht. Angreifen lernen. Das hier? Jawohl. Ach, cool. Das macht so lustige Geräusche. Guck mal, tanzen kann ich. Das ist doch schon mal eine gute Sache. Mhm, sehr schön. Okay, das finde ich jetzt richtig lustig. So, ah ja, und jetzt bin ich aus der Schule draußen. Jetzt kann ich hier... Ist das irgendwas? Oh, ich habe was gefunden. Ein Greifer. Huch. So, fressen. Mit diesem wunderschönen Mund. Ach, ist das schön. So, also ich schätze mal, dass wir fressen. Bringt uns das was? Ah, haben wir hier jetzt eine... Ah, okay. Wir haben ja jetzt eine Hungerbalken. Aber wir fressen bringt uns keinen DNA-Punkte. Wir müssen Freunde, hier Freundschaften schließen. Okay. Wenn ich das zumindest richtig verstehe. Wir haben ein paar Fragezeichen auf der Karte, sehe ich gerade. Da gehen wir doch mal hier irgendwo hin. Aha. So. Hallihallo. Ach, guck mal, der ist auch gleich freundlich. Das gefällt mir. Singe ich auch mal? Ich bin bei Singen schon auf Stufe 2, wie man hört. Naja, so überzeugend klang es jetzt nicht. Hallo? Ach, ich habe die Kreatur bereits beeindruckt. Ja, okay. Ah, so kann ich mich auch bewegen. Okay, verstehe. Aber da, ich will erstmal hier hin. Ah, guck mal, hier sind auch noch irgendwelche Viecher. Kann ich die beeindrucken? Guten Tag. Doch, das sieht ja süß aus. Oh, der kann gut singen. Verdammt. Was mache ich jetzt? Singen oder tanzen? Ach komm, wir tanzen mal.
Ah, hier oben ist auch irgendein Balken. Hat das jetzt gereicht? Ich glaube, den haben wir noch nicht beeindruckt. Der ist halt gut. Der ist verdammt gut. Aber ich kann auch singen. Jawohl. Das hat geklappt. Meine Tanzmoves fand also nicht so gut. So, aber bringt das jetzt was hier auf der DNA, auf dem DNA-Balken? Ach, 2 Grubi. Ist das hier? Ah ja, okay. Wir haben jetzt hier eine neue Aufgabe hier oben. Wir sollen 2 Grubi hier beeindrucken. So, komm, singen wir auch noch mal. Jawohl. Beeindruckt. Ah, und jetzt noch mal einen beeindrucken. Nehmen wir noch den hier. Guten Tag. Ich hatte einen besseren Mund. Ich kann besser singen. Pass mal auf. So, und jetzt haben wir ordentlich DNA bekommen. Perfekt. Was ist das hier? Darf ich das hier mal nehmen, Leute? Das braucht ihr sicherlich nicht. Ja, also wie gesagt, tanzen kann ich. So. Schenkelknöcher. Gibt wohl Geschwindigkeit. Okay. Was sagt... Oh ja, wir müssen was essen. Und am besten noch was essen, weil das ganze Singen und Tanzen ist natürlich anstrengend. So. Manche von euch wollen wahrscheinlich lieber, dass ich Leute angreife, aber ihr müsst halt wissen, dass ich halt hier eine sehr friedfertige Spezies bin. Ah, und man sieht jetzt hier auf der Karte auch, die habe ich, mit denen habe ich mich befreundet. Wir werden, glaube ich, auch irgendwann mal eine nehmen, wo wir uns nicht befreunden. Das muss schon auch sein. Was haben wir hier noch? Diese Grubis sind meine Verbündeten. Perfekt. Wir müssen hier um unseren Stamm drumherum natürlich viele Verbündete finden. Das ist wichtig. Also versuchen wir es mal noch mit denen hier. Oh, der ist ein paarungsbereit, aber ich noch nicht. Ich muss erst noch Freunde machen hier. Okay, der kann singen. Ich probiere es nochmal mit Tanzen, glaube ich. Ich finde es irgendwie so lustig, wenn der tanzt. Aber Tanzen scheint als nicht zu reichen. Tanzen ist zu wenig. Hey, kannst du mal mit Singen probieren? Wahrscheinlich müssen wir ein bisschen auf achten, was der andere macht. Also wenn der singt, müssen wir wahrscheinlich auch singen. Vermute ich jetzt mal. Und wenn er tanzt, dann müssen wir auch tanzen. So. Ah ja, okay, man muss sich immer mit rein quasi, 3 muss man beeindrucken, um dann sich mit denen zu verbinden. Der Schatten sieht ein bisschen merkwürdig aus, aber okay. Also der ist so weiß. Der ist heller. Also der Schatten ist heller, nicht dunkler. Ah, naja, okay. So, hoch, was hat er jetzt gemacht? Wahrscheinlich auch wieder singen. Ah ja, keine Chance gegen uns. So, den haben wir, glaube ich, auch schon beeindruckt. Nee, haben wir nicht. Kann er uns was beibringen? Ah, jetzt. So, jetzt schau mal, was ich kann. Oh, jetzt haben wir es bekommen. Oh. Und zwar haben wir ein größeres Gehirn. Vielen Dank. Kann man natürlich immer brauchen. Ach, das ist schon sehr witzig hier. Oh, wir haben Intelligenz erlangt. Ne. Hör mir aber auf. Du bist ein wenig schlauer geworden und hast deinen ersten Schritt Richtung Bewusstsein gemacht. Du hast die Fähigkeit erlangt, Verbündete für deine Rudel zu gewinnen, die dir bei deinen Abenteuern helfen werden. Ach, coole Sache. Okay. Mitglieder deines Rudels helfen dir im Kampf oder beim Schließen von Freundschaften. Du hast derzeit Platz für ein weiteres Mitglied. Freunde dich mit einem Verbündeten an, dann schließt er dich dir an. Wahrscheinlich eher sich, aber okay. Ich möchte aber hier, ich will noch ein bisschen DNA. Das heißt, ich nehme ja noch irgendwen. Ich habe die hier nämlich nicht. Die sind nicht so gut, ehrlich gesagt. So, singen wir auch mal. Hui. So, zack. Haben wir neue DNA-Punkte gesammelt. Wir können jetzt aber, die nehmen wir, glaube ich, nicht als Verbündete. So, die Sache ist aber auch erstmal, wir sollten wieder eine Folgenpause machen.
machen wir an der Stelle mal. Und dann machen wir im nächsten Part weiter. Wir werden uns mal einen Verbündeten suchen und denn generell wahrscheinlich noch ein paar Freundschaften schließen. Ach Moment, kann ich nur einen Verbündeten? Guck mal hier, unsere... Oder sind die ausgerottet worden? Hier kommen Leute. Oh, die sind aggressiv. Okay, wir konnten die irgendwie vertreiben. Wir machen mal hier einen Verbündeten. So. Oh, da fängt die romantische Musik wieder an. So. So, wollte ich nicht eigentlich eine Aufnahmepause machen? Jetzt habe ich das, glaube ich, gerade irgendwie ein bisschen verkackt, oder? Glaube ich. Oder haben wir das immer schon in der neuen Folge? Ich weiß es nicht. Das hat mich jetzt ganz so abgelenkt, dass sie uns plötzlich angegriffen haben. Okay, na gut. Dann machen wir hier mal. Falls ich noch keine gemacht habe, mache ich hier mal kurz eine Aufnahmepause und dann sehen wir uns im nächsten Part. Bis dahin, schönen Tag noch und ciao.